willkommen zu meinem Happy Baby Blog und heute mit der ersten Folge, denn mein Sohn ist jetzt 10 Wochen alt, heute genau auf den Tag und ja, ich freue mich, dass ich mal wieder ein Video drehe und bedanke mich schon mal bei euch für die ganz vielen zahlreichen E-Mails und Nachrichten und Messages und Glückwünsche, darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Jetzt war ich dann längere Zeit gar nicht mehr online und gerade deswegen bin ich jetzt sehr happy, dass ich wieder was drehen kann und ja, und ich freue mich, dass ihr mir noch treu geblieben seid und hoffe und ja, auf euer Verständnis, dass ihr mir jetzt nicht böse seid, dass es lange kein Video gegeben hat, aber ja, mit Baby, da muss man sich schon mal ein bisschen anders takten, aber es ist eine wunderschöne Sache und ja, wir haben uns super eingelebt. Und heute gibt es meinen Geburtsbericht und dazu hole ich jetzt meinen Mann dazu, weil der kann auch wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen als ich in den Wehen lag. Und darauf freue ich mich jetzt sehr. Ja, der macht gerade den Kleinen noch fertig und dann geht's auch gleich direkt los. Bleibt also dran. Bis gleich. So, ihr Lieben, und da ist er, mein Mann, der Christian. Ja, hallo. Das erste Mal mit mir hier im Happy Baby Blog. Und ja, und weil es jetzt um die Geburt geht und er natürlich dabei war, wird er natürlich auch ein paar Worte dazu zu sagen haben. Und ja, wie war es denn das Ganze? Also angefangen hat das Ganze am, am Freitagnacht um 23 Uhr. Und da waren die ersten wirklich starken Wehen, obwohl ich die ganze Woche schon vorher sehr, sehr stark rumgeweht habe. Aber da ging es nochmal dann richtig ab. Irgendwann mal hatte ich dann so eine Wehenpause, dann bin ich auch eingeratzt und um 4 Uhr morgens ging es dann richtig los, wo ich dachte, okay, das sind jetzt mal Wehen der anderen Art. Und dann habe ich, glaube ich, um 7 Uhr morgens habe ich dann irgendwann mal so gemacht, es geht los. Und dann hast du ja, wie war das denn dann nochmal? Ja, es war vergisst das so schnell, ne? Ja, es war so gegen 7 Uhr oder 8 Uhr. Ja, und dann hat Linda ja schon ihren Klinikkoffer gepackt. Genau, den kennt ihr ja. Richtig, genau. Ja, und dann haben wir uns eigentlich relativ schnell auf die Socken gemacht, sind dann Richtung Krankenhaus gefahren und sind dann dort in den Kreissaal gegangen, genau. Richtig, Linda hat zwischendurch mal so die ein oder andere Wehe veratmet, ja, die schon recht doll waren. Und dann bist du an den Wehenschreiber gekommen, genau so. Genau. Und, ja, richtig, an den Wehenschreiber gekommen. Und da waren die aber für die Hebammen, die dort vor Ort waren, noch nicht stark genug. Dann hieß es, gehen Sie nochmal spazieren. Okay, haben wir dann getan. Und dann sind wir aber erstmal in die Stadt gefahren oder zum Aachener Weiher. Ja, wir haben uns erstmal was zum Frühstück geholt, weil es war ja relativ früh. Wir sind eigentlich direkt dahin gefahren ins Krankenhaus, ohne was zu essen, sonst genau. Was. Haben uns dann erstmal was zum Frühstück geholt und haben uns dann am Aachener Weiher platziert. Dann haben wir noch eine Anmache bekommen von irgendeiner Frau, weil du hast irgendwie von der Ausfahrt geparkt. Du bist ja rüber, hast einen Kaffee geholt und ich saß ja auf dem Beifahrersitz hochschwanger am Veratmen und irgendwie wollte eine Frau aus dieser Ausfahrt, ging plötzlich die Garage hoch und die wollte rausfahren. Ja, ja. Und dann war die am Rumhupen und ich so, geht gerade nicht, zeigt auch meinen Bauch, der hat natürlich nichts gedacht, dann bin ich ausgestiegen, weil ich dachte, okay, jetzt fährst du halt den Wagen ein Stück vor. Bin ausgestiegen, die Fenster runtergemacht, was macht ihr denn da? Dann meinte ich ja noch so, mein Mann holt gerade einen Kaffee und ich habe Wehen. Und dann meinte die so, und was macht er dann in der Konditorei? Ach genau, dann meinte die, wie kann der denn noch Kuchen holen in der Konditorei? Ich so, nein, der holt nur Kaffee. Genau so war das. Ja, dann habe ich den Wagen vorgesetzt und dann sind wir dann zum Aachener Weiher. Ja. Dann hat sich das wieder bei mir beruhigt. Das war immer so ein Auf und Ab der Wehen und dann haben wir uns dann auch erstmal in die Sonne gesetzt. Ne? Ja, also da gibt es halt einen Biergarten direkt am Aachener Weiher und die hatten draußen so Outdoor-Bestuhlung und es war einfach noch gar nichts aufgebaut, weil wir da so gegen 10 Uhr waren. Und es war wirklich ein wunderschöner Tag. Also die Sonne schien, es war alles eigentlich perfekt. Dann hatten wir unseren Kaffee, wir hatten unsere Brötchen, haben uns dann da platziert, genau. Haben uns da auf diese Outdoor-Möbel gesetzt und waren eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen. Ja, und hatte ich auch ein bisschen Ruhe, ne? Genau, du hattest zwischendurch auf jeden Fall mal ein bisschen Ruhe und haben dann wirklich da die Sonne genossen. Und dann kam halt zwischendurch mal so die ein oder andere Wehe, die hast du dann eigentlich ganz gut veratmet. Mhm, da war ich ja noch gut drauf. Ja, richtig. Weil ich dachte, okay, wenn es jetzt so bleibt, ist ja super geil, ne? Super easy. Eigentlich alles gut, Sonne scheint, Brötchen, Kaffee, wunderbar. Ja. Ja, das war ja alles am Samstagmorgen und da haben wir deine Mutter angerufen. Genau, dann habe ich Mama angerufen, habe gesagt, komm mal vorbei und so weiter, weil die wohnt ja da in der Nähe. Ja, kurz darauf kam dann so ein
pinkes Knallbonbon an, das ist meine Mama, die immer, weil die ja viel Pink trägt, und dann haben wir da zusammen gesessen, ein bisschen gequasselt, sind wir ein bisschen spazieren gegangen und alles war noch super. War auch alles super, ich hätte auch immer die ganze Zeit wehen und hatte aber wirklich auch gerade mal so 4 Stunden geschlafen von Freitag auf Samstag. Und dann nahm das Ganze ein bisschen zu. Jo, Schatz. Und irgendwann mal waren wir dann da in einem Biergarten und haben Kaffee und Kuchen gegessen. Und Kaffee Schmitz waren wir. Genau, und dann wurden die Wehen auf jeden Fall immer stärker. Und dann saß ich auch da bei meinem lecker Käsekuchen und hab dann da echt die Wehen schon regelmäßig veratmet. Also da kamen die bestimmt zu alle 6-7 Minuten. Aber ich war immer noch super gut drauf, also es war echt alles gut. Und dann sind wir weitergelaufen, immer wieder da um den Teich herum und immer die Wiese rauf und runter. Und irgendwann mal wurden die Wehen akut immer stärker. Und da gab es auch ein Geländer rund um den Weiher. Und da habe ich mich immer so bescheuert festgehalten, ne? Und habe immer dann diese Wehen veratmet. Und man vergisst auch ganz schnell die Menschen um sich herum. Ich weiß nicht, was sie da gedacht haben, aber auf jeden Fall alle paar Meter ging es dann los bei mir. Und dann ging es dann nur noch. Und irgendwann mal kam dann die super Wehe. Also pro Wehe muss ich sagen, dass meine Ober- und Unterarme dann eigentlich dazu dienten, dass sie sich bei mir irgendwie festhalten konnte und sich so richtig so da das, ne? reinfallen lassen konnte. Wie sieht man das jetzt? Habe ich mich immer so festgehalten und immer in seinen Oberarm reingedrückt. So, und ich habe irgendwie dann ganz viele Abdrücke von irgendwelchen von Fingernägeln gehabt und so und rote Striemen und naja, die sahen auf jeden Fall gut geküsst aus. So, und dann haben wir so alle... Freust dich doch. Ja, natürlich. Alle 40 bis 50 Meter dann eine Wehe veratmen müssen gemeinsam. Zeitgleich war ich dann immer noch so mit dem Live-Ticker beschäftigt, weil meine Dortmunder zu dem Zeitpunkt gespielt haben und auch gewonnen haben. Das war eigentlich auch ganz schön. Das ist ein Geburtsbericht. Ja, aber das muss ich ja einfach mal reinbringen. Ja, ist okay. So, und dann kam eben diese eine Superwehe. Ich hatte an dem Tag nur ein T-Shirt an und es war irgendwie da ein bisschen kalt. Und dann hatte ich mir den Schal von denen, da so ein Tuch, einfach umgebunden. Und dann kam eben diese eine spezielle Wehe. Da waren wir gerade am Aachener Weiher bzw. an dem Biergarten vorbei und die Ecke wieder auf einer längeren Geraden. Und dann fing sie halt an und sie ließ sich bei mir in die Arme fallen und zog aber nicht an oder hat sich nicht an meinen Armen festgehalten, sondern hat an diesem Schal gezogen und hat mich förmlich erdrosselt. Ja, und was eine Frau bei einer wirklich krassen Wehe für Kräfte aufbauen kann, ja, hätte ich halt auch nicht geglaubt. Ja, ich meine, sie hätte nun wirklich was drin, aber das war wirklich Wahnsinn so. Und dann hat sie mich wirklich richtig runtergezogen. Zu Boden gezogen. Ihre Mama kam dann irgendwie zu uns geeilt, weil die ein Stück vorausgegangen war und versuchte dann irgendwie hier diese Klemme da zu lösen und dass ich wieder ein bisschen Luft bekam. Und sie atmete und atmete und ich lief jetzt mittlerweile echt schon so ein bisschen rot an, weil das Luftbekommen jetzt auch nicht mehr so ganz so gut war. Aber du warst trotzdem nur auf Kleine, bitte, du erwürgst mich. Und meine Mutter am Lachen, am Kreischen vor Lachen. Linda, du erwürgst deinen Mann. Und ich war... 40 Meter weiter saßen zwei so jüngere Typen auf einer Bank. Das haben wir noch gesehen dann nachher. Die haben sich, glaube ich, da ihr erstes Kölsch gerade gegönnt und dachten wahrscheinlich auch, was ist das bitte schön für ein Schauspiel, was die da gerade abliefern. Also es war auf jeden Fall sehr amüsant. Ja, und dann ließ diese Wehe dann irgendwann wirklich nach. So, wir haben uns danach dann echt darüber kaputt gegackert, weil ja, man hätte sich das halt mal ausmalen müssen, ne? Im übertriebenen Sinne natürlich. So, Frau kriegt eine Wehe, wunderbar, Wehe lässt nach, Mann liegt da, erdrosselt, sie fährt zum Kreißsaal, gebärt das Kind und muss ihrem Kind dann irgendwann mal sagen, ja, dein Vater, der musste halt bei einer krassen Wehe dran glauben. Nein, so schlimm war das nicht. Natürlich nicht. Aber dann sind wir direkt in den Kreißsaal gefahren, weil diese Wehen waren auf jeden Fall nicht mehr im grünen Bereich, sondern eher so im hellroten Bereich und dann sollte ich auch direkt da bleiben, dann waren wir am Wehenschreiber und dann waren es auch wirklich krasse Wehen und das ging auf jeden Fall echt heftig ab. Die waren so bei 90, 100 und so weiter, ne? Ja, also die Ausschläge waren auf jeden Fall, die waren ordentlich. Und es tat echt weh. Nur, ja, Muttermund.
war noch nicht geöffnet. Genau. Und das war jetzt auch genau das, warum sie uns morgens dann auch schon weggeschickt hatten, weil er gerade vielleicht mal einen Zentimeter oder so geöffnet war. Und ich glaube, die brauchen 5 Zentimeter oder so, 4-5 Zentimeter. Dann spricht man, glaube ich, von geburtswirksamen Wehen. Genau, richtig. So, dann habe ich das schön vor mich hingeweht. Und das Ganze ging dann Stunden über Stunden. Ja, ihr hört den kleinen Noah, ne? Genau. Unser Sohn möchte da auch gerne was zu sagen. Den muss ich mal ganz kurz einmal den Mund abputzen. So. Kleiner Mann. Und jetzt? Ja, auf jeden Fall geburtswirksam waren sie nicht, aber wir sollten auf jeden Fall im Krankenhaus bleiben, weil ging nichts mehr. Weil es war echt einfach mega stark. Aber mein Muttermund hat sich einfach nicht geöffnet. Und dann sind wir halt, dann hieß es ja, spazieren. Ich weiß nicht, ich habe das ganze Uni-Klinikgelände habe ich kennengelernt. Das ist sehr groß, muss ich sagen. Wunderbar, wunderschön. Wir sind da überall auf und ab gelaufen und ich habe wirklich irgendwann mal die ganzen Leute um mich herum vergessen. Eine Wehe nach der anderen im 2-3-Minuten-Takt. Und es tat weh. Also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr gerade ein Kind bekommt und seid gerade schwanger, ich weiß nicht, ja, macht euch auf was gefasst. Aber es muss ja nicht bei jedem so ablaufen wie bei mir. Irgendwann mal, ja, wie lief das denn eigentlich? Ich weiß das alles gar nicht mehr. Ja, um uns herum auf jeden Fall, müsst euch das so vorstellen, in jedem Kreissaal befindet sich so ein großer Bildschirm und dort sind dann eben die ganzen CTGs auch der anderen Kreissäle zu sehen. Ach, genau. So, damit die Hebamme, je nachdem in welchem Zimmer sie gerade ist, immer im Blick haben kann, wie das CTG gerade im Nachbarkreissaal verläuft. Ne? Weil es könnte ja sein, dass jetzt da irgendwie eine geburtseröffnende Phase beginnt oder sowas. So, und wir kriegten natürlich immer mit, neue Frau an CTG angeschlossen, zack, um uns herum bekam dann die nächste Frau ihr Kind. Ja. Und es wurden halt nach und nach Kinder geboren und man selber, ja, hockte dann da in dem Kreissaal und wartete eigentlich die ganze Zeit nur. Musste dann gucken, dass man mit den Schmerzen irgendwie klarkam. Linda hat sich dann vorzugsweise auch dann zwischendurch auf das Kreisbett gesetzt oder gelegt, um einfach auch mal Kräfte zu tanken, denn das ist wirklich aufreibend und heftig. Und ich sag mal, für einen Mann letztendlich ja auch nicht gerade angenehm, seine Frau permanent irgendwie in Schmerzen zu sehen. Und ich meine, wir stehen da eh teilweise rum wie die Ottos und können eigentlich nicht viel machen, außer sie irgendwie zu ermutigen, zu bekräftigen, zu unterstützen. Ja, und ihnen irgendwie dabei zu helfen, ja, dass sie das wirklich verpackt bekommen. Dann habe ich zwischendurch eine Infusion bekommen, weil die Schmerzen dann doch sehr, sehr stark war. Und dazu muss ich sagen, mein Plan war ja total super eigentlich. Ich wollte keine Medikamente, ich wollte keine PDA und ich wollte alles so natürlich wie möglich über die Bühne bringen, weil ich auch immer die Verbindung zum Kind behalten will. Weil wenn ich nichts Intus habe, dann habe ich immer eine schöne, es ist ja so wie beim Handy, es ist alles schön synchron, wie beim Handy. Und irgendwann mal war das so heftig, da hat man mir eine Infusion gegeben, weil ich war auch echt nur noch am Heulen. Und dann kam ich aber ein bisschen krumm drauf, ne? Ja, ich glaube Meptid hieß das. Ja, ein super Zeug. Erst war ich super drauf, ne? Dann bin ich angefangen zu lange, das weiß ich noch. Ich war auf einmal von letzter gleich super gut drauf. Ja, du hast auf jeden Fall gekichert. Also auf einmal. Also ein bisschen befremdlich, aber es war auf jeden Fall witzig. Aber im selben Atemzug ist dann dieses Kichern eigentlich in eine Traurigkeit so umgeschlagen. Dann hast du so deine Mundwinkel nach unten gezogen und warst wirklich total bestürzt, weil du sagtest so, wenn jetzt ich gerade schon so drauf bin, ja, genau, und mich irgendwie total besoffen oder sonst was fühle, wie, ja, muss es denn jetzt bitte schön meinem Kind gehen, was gerade auch diese Dosis verpasst bekommt? Und das war eigentlich deine Sorge, die du dann in demselben Moment hattest. Ja, hatte ich echt. Und deswegen ist dann so diese, ja, dieses Alberne eigentlich direkt umgeschlagen dann auch so in eine Traurigkeit und das hat dich dann auch kopfmäßig einfach so, ja, fertig gemacht. Ja, wirklich fertig gemacht. Ja, ja, genau, daran erinnere ich mich auch sehr, sehr gut, weil es war echt am Anfang total witzig. Mama hat auch voll mitgegackert und ich habe auch voll rumgealbert erst, ne? Ja, wann der Bus kommt zum Beispiel und also will man an der Bushaltestelle sitzen, dann war da irgendwie so ein Bild von so einem Lavendelstrauß in dem Kreissaal und dann hast du dich an diesen Lavendel da irgendwie auch total ergötzt, also ja, ja. Es war erst witzig, aber dann habe ich echt gedacht, oh nein, mein armes Baby, wenn ich schon so komisch drauf bin, weil das
wenn ich als erwachsene Frau, wenn das so eine Wirkung hat, was macht das denn bitte schon mit so einem kleinen Würmchen? Oh, und irgendwann mal ließ auch dieses Zeug nach, dann wurde mir total schlecht. Das weiß ich noch. Jo. Dann wurde mir echt übel. Aber brechen musste ich Gott sei Dank nicht. Dann konnte ich mich auch echt irgendwie im Griff, hatte ich mich im Griff. Und dann kamen diese Superwehen immer wieder. Und dann kamen die und das wurde echt immer stärker. Und irgendwann mal ging auch dieser Samstag vorüber. Dann war es, glaube ich, auch schon 23, 24 Uhr. Währenddessen kam eine andere, kamen zwei Schwestern von mir noch vorbei, haben was zu essen gebracht. Und dummerweise haben die beiden, ich bin ja die Älteste, meine absoluten krassen Wehen mitbekommen. Und boah, das hat mich irgendwie so beschämt, weil ich will ja immer als große Schwester auch echt stark sein. Und die waren echt nur kurz da, um mir was oder uns was zu essen zu bringen. Und ich habe da die Oberwehen bekommen. Oh, also ich hätte nicht gedacht, dass es solche Urwaldlaute von mir geben kann. Also das war schon echt heftig. Also ich habe, so habe ich echt noch nie in meinem Leben irgendwas verspürt. Und ich glaube, so hat mich noch nie einer gesehen. Also nein, also da bin ich persönlich auch an meine Grenzen gekommen und stand wirklich auch kurz davor, wirklich in Tränen auszubrechen. Weil sie so in meinen Händen zusammengesackt ist, so einen krassen Schmerz hatte, so bitterlich geschrien, geweint hat und so weiter. Und ich meine, diese Hilflosigkeit, die man dann selber auch verspürt. Und ich meine, irgendwann muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich auch so dieses Endziel, warum wir wirklich dann da waren, echt aus den Augen verloren. Ne? Dass es jetzt hier um die Geburt unseres Sohnes geht, weil einfach keine Tendenz da war, ne? Also kein Fortschritt. Und das war auch sehr demoralisierend und das hat Linda, glaube ich, auch sehr fertig gemacht und uns natürlich auch belastet, ja. Weil du möchtest ja dann auch für diese Wehen, die du hast, für diese Schmerzen, möchtest du ja dann auch irgendwie, ja, was ernten und das war nicht in greifbarer Nähe. Ja, war noch ganz weit entfernt. Ja, das war wirklich heftig so und, genau, und das konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass jetzt dann irgendwann auch mal unser Sohn geboren werden sollte. Weil sich wirklich nichts tat, sondern es einfach nur darum ging, diese Schmerzen im Griff zu bekommen. Und ich habe mir eigentlich nur gewünscht, so, wann ist das jetzt hier bitte schön vorbei? Und hatte sogar auch schon so Gedanken, weißt du was, wenn das jetzt hier nichts wird, dann von mir aus auch Kaiserschnitt, damit das Ganze jetzt hier echt mal ein Ende hat. Habe ich aber nie gedacht. Ja. Ich hab auch nie gesagt, wo war jetzt Kaiserschnitt. Also nee. Es war schon echt heftig. Aber nie kam mir der Gedanke, okay, ich kann nicht mehr. Also dieses, ich kann nicht mehr die ganze Zeit. Und hatte auch wirklich Schiss vor jeder einzelnen Wehe, weil die kamen dann wirklich im 2-Minuten-Takt. Aber immer wieder, wenn eine Hebamme kam und hatte dann geguckt, hieß es, nein, der Muttermund hat sich nicht geöffnet. Es ist immer nur ein Finger durchlässig. Und nach irgendwann mal um nachts um 4 Uhr, nach genau 24 Stunden, und die haben mich schon bekniet, die Hebammen, meinten so, nehmen Sie jetzt die PDA. Ja, das war zumindest diese Nachthebamme. Ja. Also die hat uns dann wirklich so in die Richtung gebracht, weil sie sagte so, wenn Sie jetzt meine Tochter wären, würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, nehmen Sie eine PDA, weil es wird so sein, Sie haben irgendwann keine Kräfte mehr, Sie kriegen die Wehen nicht mehr veratmet. Ach, ich hatte schon keine Kräfte mehr. Und dann wird eine Geburt so auf natürlichem Wege nicht möglich sein, das heißt, es wird dann in einem Kaiserschnitt enden. Und ich kann Ihnen das wirklich nur empfehlen, klar, ein gewisses Risiko schwingt halt immer mit, das ist vollkommen logisch. Ja, ich immer, nein. Ja, ich weiß. Ich schaff das auch so. Ich schaff das auch so. Und die Frau so, sie haben gar keine Kraft mehr. Das war auch so eine Russin. Ja, sie war auf jeden Fall, ja. Also sie haben keine Kraft mehr. Osteuropäisch auf jeden Fall, aber sie war... PDA. Ja, sie war sehr, sehr entzückend, muss ich sagen. Ja, ganz liebenswürdig. Und hat dann auch erstmal noch ein Bad eingelassen. Ja, das war wirklich sehr gut. Dann konnten wir uns da noch mal so ein bisschen zurückziehen. Haben wir noch Xavier gehört, ne? Genau, haben Xavier gehört. Und Linda konnte dann in der Wanne da einfach besser, ja, so die Wehen auch verpacken. Und das tat ihr wirklich auch mal gut, so ein bisschen warm zu sein. Und das hat sie wirklich entspannt. Und dann haben wir da gemeinsam echt den Entschluss gefasst, das mit der PDA zu machen. Ja, und dann wurde auch alles vorbereitet. Und dann sind wir jetzt wieder zurück in den Kreissaal. Ja, Schatz. Und du möchtest am liebsten auch was erzählen, wie das gelaufen ist. Der war doch mittendrin. Ne? Der war doch mittendrin, ja. Der kleine Fratz. Das würde ich auch gerne mal hören, wie du das da drin empfunden hast. Boah. Ja. Gut, dass man das nicht mehr weiß. Naja, gut, und dann kam dann die Anästhesistin. Genau. Und haben Linda darauf vorbereitet, eben diese PDA zu bekommen. Genau.
Es war eine junge Ärztin mit einer etwas älteren Assistentin. Die ältere Assistentin stellte direkt fest, dass Linda echt fertig war, Angst hatte und ja, hat sie dann erstmal so ein bisschen aufgefangen, Geschichten erzählt. So eine Spritze. Dann haben sie ihr noch eröffnet, dass sie auch gerade 24 Stunden im Dienst sind. Und genau, weil ich schon seit 24 Stunden wenige. Ach, sagt sie, wir waren auch gerade 24 Stunden hinter uns. Genau. Ohne Schlaf. Dachte ich auch, super. Und jetzt wollen sie mir eine Spritze setzen. Toll. Wie ein LKW-Fahrer, der auf der Autobahn keine Pause gemacht hat, habe ich gedacht. Toll. Ja, aber die machten trotzdem einen sehr souveränen Eindruck. Der war ja wieder am Heulen. Ja. Das weiß ich noch. Aber nein. Ja, klar, ich meine. Du warst dann echt sehr dünnhäutig zu dem Zeitpunkt. Ist ja auch normal. Ne? Also, naja, gut, auf jeden Fall haben sie dann auch vorbereitet, dass sie diese PDA bekommt und dann musste sie sich eben auf das Kreisbett setzen, musste einen Rundrücken machen, sollte nicht zusammenzucken. Ja, und dann hat die Ärztin dann hinten diese Nadel angesetzt. Also die wirklich so lang war und ich habe mich dann hinter Linda gestellt und die Ärztin dann immer, nein, sie sind schon wieder zusammengezuckt. Nein, sie sind schon wieder zusammengezuckt. Ist ja logisch, ich meine, wenn du hinten so ein Apparillo reinbekommen sollst, dass du nicht immer ganz so entspannt bist. Und wir mussten genau den Korridor abwarten, immer zwischen zwei Wehen, also immer diese zwei Minuten. Ja. Und da musste das Ding auch wirklich punktgenau sitzen. Ja. Und ist ja klar, wenn da so eine dicke, fette Nadel einem zwischen zwei Wirbelkörper gerammt wird, dass ich da immer so kurz... Das ging irgendwie gar nicht anders. Oh. Dann hat sie ja einmal gesetzt und dann wieder rausgezogen. Ja, boah, dann saß das Dingen und dann auf einmal sagte sie, nee, sitzt nicht richtig. Und dann zog sie die wieder raus und dann war da irgendwie echt ja so ein Loch hinten in dem Rücken drin. So ein Loch hinten in dem Rücken drin. Und dann lief da auf einmal das Blut so raus runter und boah, ich dachte so, meine Herren, ja, und dann jetzt irgendwie nochmal, ja, also ich meine, es war echt ein Krimi, auf jeden Fall, filmreif. Also was das mit einem gemacht hat, wechselbare Gefühle, emotionale Achterbahn, total. Und dann haben sie den nochmal gesetzt, dann saß sie, dann haben sie hinten dann diesen Schlauch reingeschoben, das alles schön verklebt und so und ja, das wirklich gut gemacht und dann... kam so die erste Wirkung dann und Linda hat dann einen Knopf in die Hand gedrückt bekommen. Ja, ein Lieblingsknopf. Einen blauen Knopf. Den konnte sie alle 20 Minuten einmal betätigen für einen extra Schuss Betäubungsmittel. Ja. Das heißt, du hast so eine Pumpe, die dann eben so einen gewissen Pegel im Körper herstellt, sodass das Betäubungsmittel eben gleichmäßig wirkt und alle 20 Minuten darfst du dann einmal den extra Schuss verpassen, von dem sie dankend immer Gebrauch gemacht hat. Und auch diese 20 Minuten kaum teilweise abwarten konnte und immer vorher schon drauf gedrückt hat und ich ihr dann gesagt habe, Kleine, die Lampen leuchten noch nicht, weil es gab da immer so ein Lämpchen, was leuchtete und wenn das grün war, dann durfte es halt wieder und dann hat sie natürlich auch direkt die Dröhnung reingebracht und das war dann echt gut, also währenddessen sie vorher vor jeder Wehe immer so gesagt hat, nein, eine Wehe, nein und war wirklich total ängstlich, ja, hat sie dann auch einmal da gelegen und hat gesagt, ich kriege eine Wehe. Ja, und das war total... Wie Tag und Nacht. Ja. Also ganz ehrlich, liebe Mädels, ich habe immer gedacht, und liebe Papis, die jetzt gerade zuschauen, ich habe immer gesagt, boah, auch vorher, nach dem Geburtsvorbereitungskurs, egal wie ich schreie im Kreißsaal, egal was los ist, ich will keine PDA, auf gar keinen Fall, und du hältst mich davon ab. Da hatten wir auch sogar ein Agreement nach dem Motto, egal was ich mache und egal wie ich schreie, ich will die nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich da so, klar, es gibt die ganzen Nachteile, aber das hat erstmal alles erstmal in Gang gebracht, weil man einfach entspannt. Die Wehen nehmen ja zwar ein bisschen ab dadurch, aber man merkt diesen Schmerz nicht. Man hat ja trotzdem diese Wehen und das hätte ich echt von vornherein machen sollen. Also ich bin echt pro PDA mittlerweile. Echt. Gut, dann natürlich unter der besonderen Bedingung oder Voraussetzung, dass sich bei dir nichts getan hat. Also ich meine, nur um jetzt die Schmerzen irgendwie besser verpacken zu können, wenn du einen Fortschritt gehabt hättest, glaube ich, hättest du sogar so fast so durchgestanden. Aber dadurch, dass der Muttermund sich nicht geöffnet hat, ist durch die PDA erstmal unten alles entspannt worden, sodass sich der Muttermund öffnen konnte, weil Linda einfach zu fest war. Ich war zu. Ja, also zu fest. Und deswegen hat die PDA dann endlich die Geburt auch wenig mal eröffnet. Dann gab es danach eben noch ein Wehenmittel, was die Wehentätigkeit dann wieder erhöht hat und dann ist dann wirklich der Fortschritt gewesen zu sehen. Gesehen zu werden. Nee, gesehen.
zu sehen gewesen. Genau, sehen also gewesen. Auf jeden Fall gab es einen Fortschritt. Richtig, zu sehen gewesen. Und das hat mich dann auch wieder ein bisschen moralischer aufgebaut, weil ich war echt fertig. 24 Stunden nichts gewesen, 25, 26, dann mal 30 Stunden und immer, es ist nichts passiert irgendwie. Und durch dieses veneneinleitende Mittel gab es dann wirklich auch einen sichtbaren Fortschritt. War natürlich toll, die Hebammen haben mir immer wieder mal die Beinchen gestreichelt, ich konnte ja gar nicht mehr gehen. Das eine Bein war ja schon total lahm gewesen, ich konnte auch gar nicht mehr aufstehen. Aber das war echt ganz gut so. Und ja, die Sonne ging unter, die Sonne ging auf, man hat jede Schicht mitbekommen von den Hebammen. Was noch wichtig ist, du hast noch ein blutdrucksteigerndes Mittel zu bekommen, weil durch die PDA ist der Blutdruck eben abgeflacht von ihr, also noch mehr. Ich habe eben die sehr niedrigen. Genau, und dann ist ja noch mehr abgeflacht. Ich weiß nicht, wo lag er bei? Bei 80 zu 50 oder zu 40. Zu 40, glaube ich. Oder 90 zu 40. Ne, 80 zu 40, glaube ich. Also ganz extrem niedrig. Dann haben sie mir ein blutdrucksteigerndes Mittel verpasst. Richtig. Dann hatte ich mal eine kurze Wehenpause und bin dann sogar endlich mal eingeschlafen. Ich glaube, für 10 Minuten. Das allererste Mal nach 30 Stunden oder so. Ja. Dann habe ich mal geratzt. Der Chris lag neben mir auf diesem großen Kreisbett. Meine Mutter im Wartebereich hat sich auch mal kurz aufs Ohr gelegt. Genau. Und dann bist du mal kurz zur Toilette gegangen und kommst wieder und mein ganzer Körper war am Beben. Chris, ich glaube, du musst mal eine Hebamme holen. Mein ganzer Körper. Oh mein Gott, ich dachte, was ist das denn? Und ich sehe auf dem Monitor, und ich kann das ja interpretieren, Herzfrequenz 183, Blutdruck 145 zu 100, noch irgendwas irgendwas mit 100 auch. Ja. Total Bluthochdruck hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich bin ganz weit entfernt von der Norm und hatte sogar den totalen, hatte richtig Bluthochdruck. Und dann bei dieser Herzfrequenz, die ja wirklich bei der maximalen Herzfrequenz lag, da hatte ich richtig Herzklabaster. Und dann kam plötzlich, ich habe nur noch weiße Kittel gesehen. Dann haben die mir irgendwas gespritzt. Ja, genau, um den Blutdruck wieder zu senken, haben sie dir was gespritzt. Und, mein Baby, mein Baby. Heftig. Weil ich dachte, mein Gott, was ist denn mit meinem Baby? Dann haben sie, genau, dann haben die noch Herztöne oder die haben ein Ultraschallgerät geholt. Ja. Ein mobiles Ultraschallgerät und haben nochmal nach dem Kleinen geguckt. Ich war fix und fertig. Und echt immer diese Achterbahn. Da bist du mal froh, dass es endlich mal läuft oder mal ein bisschen Fortschritt war, irgendwie 4-5 cm, alles klar, super, das ist ja schon die Welt für mich gewesen. Und dann verbastert mein Herz total und dann schienen die plötzlich alle um einen herum. Dann kriegt man irgendwie Angst. Das ist wie im Film, wenn plötzlich die Ärzte um einen herumstehen und dann nicht mehr sprechen, sich nur noch mit Blicken austauschen, als würden die irgendwelche Codes austauschen. Und ich immer am Gucken gewesen, wie eine Bekloppte, mein Baby, was ist denn los, was ist los? Das spricht auch keiner mit dir. Ja. Ne, Schatz, das war schlimm, Mama hatte Angst. Ja, deine Mutter war auch krass. Ich bin dann ins Nebenzimmer, hab sie geholt. Sie stand direkt kerzengerade da schon, ist dann rüber zu uns gekommen und ja, es war. War einfach too much. Kein schöner Moment. Nein, es war einfach too much. Ja, gut, aber dann regelte sich das ja dann auch wieder und pendelte sich ein und dann kam dann die Hebamme, die uns am Samstagmorgen um 8 Uhr empfangen hat und kam dann bei uns rein und meinte, was machen Sie denn jetzt bitte schön noch hier? Ja, ich dachte, ich kann ihn mittlerweile mal beglückwünschen oder so, aber ja, gut, war dann halt nicht der Fall. Aber die Wehen waren dann eben besser und der Muttermund öffnete sich so langsam. Ja. Ja. Ja, gut, aber dann hatten wir die Schicht dann auch schon wieder durch, dann kam dann irgendwie mittags noch eine Schicht. Wir haben dann zwischendurch mal Frühstück geholt oben auf der Station, Kaffee getrunken und so. Und du warst auch auf der falschen Station für mich Frühstück geholt. Ja, ich war total durcheinander. Ich habe ja auch irgendwie am Stück immer nur so 10, 15 Minuten schlafen, das vielleicht 3-4 Mal. Also es war auch nicht keine Stunde. Und dann bist du irgendwann wirklich total, du bist Gaga einfach. Ja, du bist echt wirklich Gaga. Ne? Rennst die ganze Zeit in denselben Klamotten rum und also. Ja, und für fix und alle. Ja, und für mich als Frau, irgendwann mal liegt man da ja auch komplett ohne alles, nur noch im Oberteil an. Also irgendwie sind das auch echt komische, ist das echt komische, befremdliche Situation, weil man macht sich auch erst Gedanken so, oh Gott, wie ist das denn im Kreißsaal, wenn mein Mann mitkommt? Du gehst auf gar keinen Fall nach vorne, du bleibst die ganze Zeit bei mir, aber irgendwann mal
verliert man nicht die Hemmung, sondern man ist dann noch inniger irgendwie miteinander und das Vertrauen und die Sicherheit, die ist dann doch irgendwie da, dass man auch keine Angst haben muss, dass das jetzt irgendwie peinlich ist. Also sogar meine Mama war da und ich lasse nirgendwo meine Hose runter oder ich bin auch ein bisschen verschämt. Ich gehe noch niemals irgendwie nackelig in die Sauna und habe immer ein Handtuch um mich herum. Also es ist schon eine sehr komische Situation für mich gewesen. Und dann auch noch diese 1000 Hebammen, die ganzen Schichten und man liegt dann immer da und ach so meine Güte. Aber irgendwann mal geht das dann, weil man weiß ja, wofür man es tut und auch wenn das Ganze sich jetzt so krass angehört hat, aber das Ganze ist auch mit Liebe gemacht und ja, für ein Hören. Ja, Schatz. Und ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich schon meinen Faden verloren. Für ein höheres Ziel? Für ein höheres Ziel. Ja, aber ich wollte noch was anderes sagen. Was wollte ich denn nochmal sagen? Ich weiß es auch nicht. Aber vielleicht machen wir einfach mal damit weiter, dass dann irgendwann die Hebamme kam, die dann am Samstag Mittagsschicht hatte. Also das heißt, wir waren dann in der 5. Hebammenschicht. Und sie sagte natürlich dann auch so, was machen Sie noch hier so? Also das war wirklich, es war der Hammer. Wir waren da schon wirklich total bekannt, überall. Na gut, und ich weiß jetzt wieder. Was denn? jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nein, ich wollte sagen, auch wenn das noch so anstrengend war, wir hatten aber sehr, sehr viel Spaß trotzdem im Kreißsaal. Also wir zu dritt, wir hatten auch viele Momente, wo wir echt gelacht haben, Späße gemacht haben, gegackert haben, geweint haben, wieder gelacht haben. Im Weinen kamen mir die Tränen, im Lachen kamen mir die Tränen. Also das war trotzdem alles irgendwie eine super schöne Zeit. Also auch wir waren auch echt ein echt cooles Team, muss ich sagen. Meine Mama und der Chris und ich, also vor allem die beiden, die haben mich da echt super gut durchgeboxt und durchnavigiert und durchmotiviert. Ja. Und das war echt, also wie so zwei Geburtshelfer, die beiden, die sich abgesprochen haben. Aber das war echt der Wahnsinn. Ja, deswegen auch nochmal großes Kompliment an Sally. ja, ich meine, gut, dass das natürlich ein einmaliger Moment und ein einmaliges Erlebnis war, auch vollkommen klar, aber auch so da jetzt so durchgegangen zu sein durch diese verschiedenen Phasen und so, natürlich. Also es war nicht nur, es war sicherlich Tortur, aber es war natürlich auch ein sehr inniger Moment, ja. den wir wirklich hatten. Das ein, stimmt schon. Ein langer Moment. Ja, ein sehr langer Moment. Ja, irgendwann ist dann die Fruchtblase geplatzt, aber wirklich geplatzt, peng. Ja. Also ich habe es gehört. Oh, das war toll. Das war so erleichternd. Ja. Also man hat echt gemerkt, wie so ein Ballon, super, die Luft geht jetzt raus. Und dann ging's ratzfatz. Dann kam direkt die Hebamme, meine Mutter ist noch hingerannt, die Fruchtblase ist geplatzt und dann zack, wurde direkt alles zur Seite geschoben und ja, dann ging's los. Dann hatte ich aber wieder so Angst gehabt, da war ich ja am Zittern gewesen, ne? Ja, klar, ich meine, gut, die ganze Zeit liegt man halt da so, aber dann kommt eben so der finale Moment letztendlich, um den es wirklich geht. Ja, da hatte ich plötzlich Angst. So, und ich meine, das war natürlich total aufregend und so, und alles klar, ja, jetzt geht's los. Und ich meine, vorher war man ja immer nur am Warten in dem Modus und dann auf einmal geht's wirklich zur Sache und dann geht der Pulsschlag auch nochmal hoch. Man selber ist eigentlich total ermüdet, aber dann mobilisiert der Körper dann wirklich auch nochmal Kräfte und auch Linda hat trotz alledem, sie da so lange saß, dann auch wirklich nochmal so Kräfte mobilisiert, auch in der Phase davor, nochmal so ihren ganzen Mut zusammengenommen. Sie hat vorher echt immer gesagt, ich schaff das nicht und dies und jenes und dann, ja also nachher, also sie ist für mich sowieso eine absolute Heldin und meine Königin da in dem Moment. Das ist schon wieder ganz gut. Ja, aber das ist wirklich so. Du warst so tapfer. Du warst wirklich so tapfer. Und da bin ich auch wirklich stolz drauf. Ja, und dann geht's irgendwie los. Und, Bein hoch, dann haben die dich eingespannt. Genau. Sie müssen das Bein halten. Dann hat er mein linkes Bein hochgehalten. Und zu mir, sie müssen das andere Bein festhalten. Ich habe einfach nur noch gemacht. Ich hätte nichts mehr. Ich konnte überhaupt nichts mehr halten. Ich hätte nicht mal eine Tasse halten können mehr. Und meine Mutter, die Allergeilste,
hat selber 5 Kinder zur Welt gebracht und meinte, jetzt habe ich 5 Kinder zur Welt, ich will, guck mir das jetzt das erste Mal, ich werde mir das von vorne angucken. Ja. Aber mir war ja sowieso alles egal. Ich sah dann noch einen pinken Punkt hin und her rennen, wie so ein Scheibenwischer. Und ich war total fertig. Dann hieß es noch schieben, schieben, die sagen nicht pressen, pressen, wie im Film, die sagen schieben, 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 atmen, okay, schieben, 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 atmen. Und dann, ja, und irgendwann sagte Mama, ja, Linda, ja, ich sehe es. Und du auch, dann, ja, ich sehe es schon. Super. Und dann hatte ich nochmal so richtig Motivation gehabt und dann nochmal pressen. Mein Gott, ey. Und dann, dann hieß es, ich bin schon ganz gerührt. Meine Güte. Ja gut, aber dann kam auch die Saugglocke. Dann kam noch die scheiß Saugglocke. Weil dann auf einmal die Herztöne von Linda, nee, von dem Baby flach. Genau, dann ne? Sehe ich auf dem Monitor... Die Babys haben ungefähr so 120, 140er Herzfrequenz. Dann sehe ich irgendwas mit 53 und dann war ich wieder am Rumschreien. Mein Baby, die Herzfrequenz, die Herzfrequenz. Ja. Und dann hat den Knopf gedrückt, wir brauchen einen Arzt, habe ich nur gehört. Und dann, boah, da war ich echt panisch, weil der Hebamme entglitt selber das Gesicht, weil der das so gesehen hat. Das piepte dann ja auch so fürchterlich. Und ratzfatz war der Arzt dann da, der wollte von oben schon so runterdrücken, den habe ich dann erstmal weggeschubst. Ja, und dann haben die einen Schrank, ich habe nur noch gesehen, dass sie so einen Schrank aufgerissen haben, haben eine sterile Packung aufgerissen und haben eine Saugglocke angesetzt, ja. Haben gezogen und das Ding ist abgerissen, dieses Ding ist abgerissen. Ja. Dann haben sie ein neues Ding aufgemacht und die beiden haben nicht miteinander gesprochen, die haben nur schon wieder über Augen kommuniziert. Und ja, und dann haben sie den Kleinen raus, dann hieß es wieder schieben, schieben, schieben und jetzt nicht mehr schieben und plötzlich... gucke ich zum Chris rüber, der lag links neben mir, der hatte schon die Tränen in den Augen und dann liefen ihm auch schon die Tränen. Ja. Ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und meine Mutter war, ja, Linda, die war auch schon total am Heulen. Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich hatte die ganze Zeit die Augen so zugehabt und war da am Rumpressen. Und zack, in einem Handtuch und haben sie mir den Kleinen auf den Brust gelegt. Jetzt bin ich schon wieder ganz gerührt. Oh mein Gott. Ja, das war schön. Das war der schönste Moment meines Lebens. Ja, das war echt ganz toll. Also das ist wirklich ein Magic Moment. Also. So, jetzt musst du weiter mit ja. Ja, ich war in dem Moment eigentlich auch nur am Weinen und hatte die Tränen in den Augen und weil es einfach so großartig war und weil ich mich auch so gefreut habe für sie, dass das jetzt wirklich vorbei ist, dass sie es geschafft hat, dass der Kleine da ist. Ja, und dann hast du dann auf einmal den kleinen Drotz da irgendwie. Wahnsinn. In den Armen und der hat dann auch direkt, ja, der hat schon geschrien, da war der mit dem Kopf noch nicht mal draußen. Nee, mit dem Kopf schon, aber mit dem Füßen und mit dem Oberkörper noch nicht. Da hat er schon irgendwie rumgeschrien, komischerweise. Schützt sich. Durfte ja dann auch die Nabelschnur noch durchschneiden. Und dann haben sie den der Linda direkt auf den Arm gelegt und er hat auch direkt dann irgendwie die Brust gesucht und den Mund aufgemacht und gemacht. Also das war überwältigend. Wirklich, es war absolut überwältigend. Man kann das eigentlich gar nicht mit Worten beschreiben, weil man davon wirklich ja, übermannt wird. So, ich muss mich noch mal ganz kurz kümmern. Ja. So. Schnulli. Ja, ihr seht, ja, ich bin total nah am Wasser gebaut und das ist man dann ja sowieso alles schon über und man also das ist wirklich so, wie alle Mamas erzählen, das Baby ist draußen und ist alles gut, ne? Also man hat sofort, man vergisst wirklich sofort die ganzen Schmerzen, man ist einfach nur glücklich. Absolute, der Superlativ der Vollendung in der Glücklichkeit. Oh. Ich bin ein Philosophin. Ja. Ja, also das ist dann wirklich alles total toll. Man wiegt direkt um einiges weniger und man ist im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert. Und dass das Kind einfach gesund ist, dann wird er untersucht, dann wird er einem wiedergegeben und ach, eigentlich nur herrlich. Also. Ja. Ein fantastischer Moment. So, kleiner Noah. Und eines Tages wirst du dieses Video verstehen und sehen und wir haben dich sehr lieb. Ja. Das haben wir von ganzem Herzen. Jawohl! Gib mir mal schnell den Schnulli. Jetzt machen wir Rabatz hier. So. So, und jetzt müssen wir uns wieder um den Kleinen kümmern. Das war unser Geburtsbericht. War noch irgendwas, was wir nicht gesagt haben? Oder was nein, ich glaube, haben? Wir haben nichts ist vergessen. Ist auch lange genug und wenn, geworden. Ja. Genau. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas... Okay, wir kommen. Oder wenn noch irgendwas ist, dann schreibt ihr mal einfach unten ein paar Zeilen in die Infobox. Von mir bekommt ihr dann eine Antwort. Und jetzt gibt es wieder regelmäßig Videos. Und dann im Happy Baby Blog. Und das war jetzt die erste Folge davon. Und ich freue mich auf ganz viele weitere Videos mit euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.